Hallöchen, ja, noch eine Loot Chest. Warum? Nochmal kurz zu der Vorgeschichte. Und zwar hat das letzte Loot Chest Unboxing, wer das gesehen hat, habe ich ja ein bisschen Dampf abgelassen bezüglich der Probleme mit mir und Loot Chest. Daraufhin hat Loot Chest das Video kommentiert und mir eine E-Mail-Adresse gegeben und gesagt, ich soll mich da wohl mal melden. Das habe ich getan natürlich. Hatte dann recht netten Kontakt mit einem jungen Herrn. Ja, da wurde mir versprochen, dass es halt nicht nochmal passiert und es wurde sich entschuldigt, bla bla bla. Und dann hat der Herr gesagt, dass er mir nochmal was zukommen lässt. Ein paar kleine Dinge als quasi Wiedergutmachung. Oder Besänftigung, wie auch immer, wie ihr es sehen wollt. Und das Ganze ist heute angekommen, heute früh. Und ja, ich dachte mir, ich habe auf meinem Kanal öffentlich gemeckert, also kann ich auch das Paketchen hier mit euch zusammen aufmachen. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Aufgeschnitten habe ich es schon. Knisterfolie. Oh, Tassen, ich liebe Tassen. Eine Assassin's Creed 3 Tasse. Assassin's Creed auch eine coole Serie, muss man sagen, auch wenn die letzten Teile, nur das Syndicate geht wieder, aber die Teile davor waren ja alle so ein bisschen. Aber Tassen, bin ich der Meinung, kann man nie genug haben. Da wir ja auch noch Garten und alles haben und da extra Geschirr ist, kann man sowas echt nie genug haben. Eine coole Tasse, auch lizenziert von Ubisoft. Das ist das Erste. Das Zweite. Science Fiction Vinyl Figure Mystery Minis. Okay, die sind auch immer geil, muss ich sagen. Die sind teilweise, finde ich, echt cooler gemacht als die Funko Pop Figuren. Die obligatorische schwarze Tüte. Zack. Und wir haben. Was ist das? Throne? Nee, oder? Scheiße, aus welchem Film ist der? Ich würde jetzt spontan sagen, Drone, aber. Ich bin mir gerade echt. Steht hier auch leider nicht drauf. Robocop wäre auf jeden Fall cool gewesen, E.T. Judge Dredd. Welcher ist das jetzt? Ist das jetzt Glow? Mal schauen. Ja, erleuchtet. Gucken, ob man das sehen kann. Moment. Ja, man kann es, glaube ich, ein bisschen erkennen. Erleuchtet. Cool. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wer es ist. Wer es weiß, kann es mir in die Kommentare schreiben. Coole Sache. Das ist immer cool für meine Kids. Die spielen mit den Figuren echt viel. Und dann haben wir noch eine schwere Rolle. Okay, ein Glas. Wow. Ein leuchtendes Glas. What the fuck? Star Wars. Das leuchtet. Das sieht ja stark aus. Aber was krasses. Ich check grad nicht wie. Dem unten ist irgendwie. Kann man auch nicht aufmachen. Hier ist irgendwie so ein Sensor oder irgendwas, so ein Drucktaster oder sowas vielleicht hier drunter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss es hier irgendwie leuchten. Cooles Glas, hier ist so Star Wars und hier, wie heißt der, Chewbacca eingraviert. Richtig dicker Boden, und muss ja die LEDs müssen ja da irgendwie rein. Coole Nummer. Das war's dann.
auch schon. Was heißt auch schon? Auf jeden Fall krass, dass Lutsches da jetzt reagiert hat. Ja, hätten wir gewünscht, wenn es früher passiert wäre, aber hey, immerhin besser spät als nie. Ihr seht ja nochmal, was ich als kleines Wiedergutmachungsgeschenk bekommen habe. Und ja, ich würde sagen, das war's damit. Und bis zum nächsten Mal und ciao.